Die Mongolei. Weites, leeres, nahezu unberührtes Land. Das ideale Revier für eine ausgedehnte Motorradtour. Die meisten Biker würden sich vor Ort ein Motorrad mieten oder gar an einer geführten Tour teilnehmen. Nicht so der 53 Jahre alte Computerfachmann Axel Scholl-Pönsken. Er will auf eigener Achse von Mainz nach Ulaanbaatar fahren. Wie verrückt muss man sein, um ein solches Vorhaben durchzuziehen? Es gibt Leute, die sagen, das bin ich sowieso schon, dass ich diese Tour mache. Also. Fast 9000 Kilometer im Sattel einer über 20 Jahre alten Afrika-Twin. Da muss alles passen. Wo ist der Reiz dabei? Ja, habe ich mal gehört, ab Sibirien gibt es keine Entfernung mehr, da gibt es nur noch Richtungen. Seine Hauptrichtung? Osten. Mit seinem besten Freund, dem wortkargen Howie, will er diese Tour wagen. Er wird den Ural überqueren, in Sibirien Kurven vermissen, Regen, schlechte Straßen und LKW werden ihm zusetzen. Das möchte ich einfach erleben und ja, ich freue mich wie ein kleiner Bub drauf. Knapp 3 Wochen quer durch Russland. Fast 9000 Kilometer. Da kann einiges passieren. Wenn ihr wissen wollt, was, dann schaut am Montag, den 17.11. um 18.15 Uhr Südwestfernsehen. Da gibt es dann die ganze Geschichte mit allen Höhen und Tiefen. Die Kollegen zu Hause, die das ganze Umfeld, die fragen mich alle, wie kannst du nur so bescheuert sein, in die Mongolei zu fahren? Jetzt verstehe ich die. Jetzt weiß ich, was sie gemeint haben.